So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute wird es kurz und knackig sein, denn was heute Morgen eben als heißer Tanz tituliert wurde, fand dann auch statt im DAX. Und ja, hier startete der DAX mit einem größeren Gap Down. Dadurch wurde, ja, wer das Kauflimit noch drin hatte, etwas günstiger ausgeführt. Ja, auf Schlusskursbasis hält es. Kurzzeitig war dann eine größere Aufwärtsbewegung zu sehen, von gut vom Tief bis zum Hoch von gut 110 Punkten. Allerdings bleibt hier das Gap offen und anschließend mit der oder nach der US-Eröffnung ab eben 16 Uhr gab es größeren Verkaufsdruck und ja, der DAX markierte dann noch ein tieferes, knapp ein tieferes Tief. Ja. Und schloss dann eben nahe des Tagestiefs. Auf Schlusskursbasis, der ist eben hier auf Tag gemeint, hat jetzt hier das Setup gehalten. Und das wurde eh nur mit halben Positionsgröße gehandelt. Was jetzt bedeutet, dass morgen die Kerzen sind alles noch gar keine Anzeichen von Umkehrkerzen, von Stärke. Deswegen gab es auch, wenn wir jetzt nachher im US-Markt angekommen sind, auch noch keine Pfeile wieder nach oben. Hier wurde ja, wenn dann auch nur ein grauer Pfeil eben gezeichnet. Hier darf es, in meinen Augen, darf es hier intraday runterfallen. Natürlich muss dann der Kurs auf Schlusskursbasis wieder über 9483 kommen. Dann könnte es hier erstmal vorbei sein, eine größere Gegenbewegung einläuten, die allerdings dann nicht mehr oder hält höchstwahrscheinlich nicht mehr über die 9800 Punkte führt, vielleicht maximal zu diesem Close. So, das sind jetzt die Bedingungen, Umkehrkerze, Gegenbewegung. Dann dürfte es nochmal ein Tief folgen und dann entscheidet alles, was mit dem Brexit dann eben passiert, mit dem Ausgang. Kommen wir eben zu den angesprochenen US-Indizes. Hier sieht es, hier ist Intraday, ich glaube zuvor oder auch auf der Indikation, ich das jetzt hier, ach ja, weil ich hier auf die jetzt wieder nicht oder was auf die jetzt so im Tagesverlauf dürfte hier einmal die Marke eben im vorbörslichen Handel angelaufen sein, fast exakt ein Abprall und jetzt liegen wir darunter, was allerdings eben auch nicht so tragisch ist. Wie gesagt, im Idealfall hätte es hier halten sollen, aber eben nach den Kerzen gab es eben noch keinen Grund dagegen zu halten, auch nicht im Nasdaq. Da kam die Kerze eben so an. Hier sollte es halten im Idealfall, tat es eben noch nicht. Gut, wenn jetzt hier die letzten 2 Stunden Kaufdruck aufkommt, dann ist es für mich ja ein Indiz, beziehungsweise mit dem Tageslow kann man hier einen Versuch jedenfalls long zu starten. Dann, wie gesagt, auch dann dürfte hier der DAX wieder über, oder ich meine, jetzt steht er eh immer noch über 9500 Punkte, dürfte er eben auch der DAX etwas anziehen. Zu dem Euro. Australischen Dollar hat hier leider neues Tief gemacht, ist also ausgestoppt worden. Leider der Yen, ja, kein größerer Verkaufsdruck. Da kann man jetzt in den unteren Zeitebenen morgen mal im Stundenchart vielleicht nach einem kleinen Kaufsignal schauen. Und hier gab es jetzt eben auf Tagesbasis ein Kaufsignal. Dann hatte ich aber noch auf 4-Stunden-Basis was Neues vorgestellt. Das habe ich auch abgespeichert. Ja,
da ist eben noch nicht das Kaufsignal generiert worden. Also auf Tagesbasis ist für mich das ein Kaufsignal. Hier wäre es eben mit einem direkten Anlaufen dieser Marke, also mit der Kauftriggermarke, die sofort ausgeführt wird, ein Kaufsignal. Also darf man gespannt sein, was da passiert. Zu den anderen Aktien, ja, die Hypoport hat noch ein neues Tief gemacht. Im Prinzip kann man das jetzt auch engmaschiger verfolgen und eventuell morgen long gehen. Die Südzucker ist stark, passt soweit. Genau zu einem zum Dings, da gab es noch ein Kauflimit. Ist jetzt hier zwar auch im Tagesverlauf nach unten, weiter nach unten gegangen, aber hier ist eben die Schlusskursbasis und wichtig und im Idealfall dreht es eben bei 20.100 wieder nach oben. Das war's. Morgen muss man aufpassen, aber ich denke mal, hier kann man das sehr engmaschig verfolgen und dann noch ein spekulatives Long-Szenario dann vorstellen. Kleines Wort noch zum Öl, das passt soweit. Hier kann man jetzt Teilgewinne ja mitnehmen, wie beschrieben. Und hier sollte es, ja, das war ja hier oben, und sollte dann ein neues Verkaufslimit dann dort erreichen. Danke fürs Zuhören, bis morgen.